Hey ho Leute und herzlich willkommen zurück zu Saints Row 3. Zusammen mit unseren Freunden und dem großen Nackten hier werden wir dann jetzt mal den Belgier besuchen. Hoffe ich mal. Oh, wir haben nur noch 10 Minuten Zeit, sehe ich gerade. Ich hoffe, wir müssen uns nicht zu sehr beeilen. Follow me to Philip's office. Seriously, man, you know, if you want, I can find you like a curtain or something for you, you know? The human body is nothing to be ashamed of, unless you have insecurities. I'm good. And you would be? My name is Oleg Kirillov. So, what did you do before you were a glorified pincushion? I think it's best for our friendship I never elaborate. Just know that the enemy of your enemy is your friend. As long as you oppose the syndicate, you have nothing to fear. Warum macht er hier so einen Slow-Mo auf der Treppe, Mann? Welcome aboard. Genau, willkommen an Bord. Lorenz' office is this way. Du fetter Nackter, Alter. Obwohl, er ist ja nicht fett, aber riesig. Jamek, that's an express elevator to the basement. There's no way to catch him. Fuck that. Cut this loose. We're gonna smash that smug fucker. Leave it to me. I've got this one. He's getting away now. So, was ist jetzt hier los? Ich schaue auf jeden Fall keine Munitionsanzeige und das ist schon mal gut. Dann können wir uns hier noch ein paar Punkte machen, indem wir ein paar Leute abknallen. Ich habe auch keine Gesundheitsanzeige, das ist ebenfalls gut. Ich treffe aber auch keinen, das ist nicht so gut. Jetzt geht's abwärts. Lassen wir es jetzt weg, dann heißt's, jetzt geht's ab. Boahaha. Oh nein, das ist aber nicht unser Fettsack. Piss dich! Genau. Mal ist gut. Der Belgier. Der Belgier erschlagen von einer Mozartkugel. Okay. Ja, und da kam der Fette noch runter. I hate this place more than anyone, but it would be folly to destroy Philip's research without seeing what we can harvest from it. We came here to send a message, didn't we? Why not keep the building for yourself? Your choice here, boss. Okay. Wir haben jetzt die Wahl. Entweder wir entschärfen die Bombe und bekommen einen dauerhaften Geldbonus, oder aber wir zünden die Bombe. Bombe und bekommen einen Respektbonus. Da interessiert mich das Geld aber eigentlich mehr, obwohl ich den Laden gerne in die Luft jagen würde. Ich habe noch 7 Minuten, also habe ich Zeit zu überlegen. Ich mache mir nochmal eine Zigarette an. Ist das aber wirklich die Frage? Natürlich ist Geld definitiv immer besser. Ja? Respekt aber zum Ende hin bestimmt auch. Na egal, ich bin geldgeil, ich gebe es zu. Entschärfe die Bombe. Die Mozartkugel rollt immer noch durch die Gegend. Oh, zieh dir doch mal was an. We're gonna have to do something about the pink. You'd prefer a more manly shade, like purple? Wie sie gucken. Das belgische Problem. Geschafft oder auch gelöst. Weiter geht's. Da müssen wir jetzt noch ein bisschen Kohle für kriegen. 6000. Sehr schön. Wow. 5 Bonus Respekt. Ah genau, das hatten wir uns ja gekauft. Für die Übernahme des Morgenstern Hauptquartiers bekommst du 10% Bonus auf das gesamte verdiente Bargeld. Wow, das war doch schon mal eine gute Entscheidung. 10%. Alter Falter. Waffe, RC-Prozessor. Mit dem RC-Prozessor kannst du Zivilfahrzeuge fernsteuern. Erst jetzt im Waffenlager, da hast du Missiles verfügbar. Okay. Und Begleiter Oleg. Diesmal angezogen, jedenfalls auf dem Bild da. Du findest Oleg im Telefonmenü. Okay, nice. Turmverteidigung. Freigeschalten. When I left Stillwater for the Senate, I vowed never to forget my hometown roots.
My husband gave his life defending Stillwater from gang violence. It is my greatest privilege to honor him with this bridge. Act up. Bisschen merkwürdig geflogen gerade, die Hütte. Time for the high spot, boys. Killbane. Glaubst du, hieß er? Oh shit. Happy New Year. Oder auch nicht. Whoever this crew is, they flow pretty damn good. They're Killbane's thugs. Kill who? He's the Syndicate's attack dog. What he did to Johnny's funeral, that's over the fucking limit. He doesn't care about rules of engagement. No rules? I can work with that. You're not ready to fight the Syndicate. Watch us. Let's relax, Shaundy. All right, big man, what do you got? There are others who hate the Syndicate as much as you do. I will take you to them. Can you believe this? On my husband's bridge! No. I will not come down. I am heading back to the hill. Book an emergency session. God damn it, this is war! Ja, so viel zur Gedächtnisbrücke von wem auch immer da, dem Mann, der Tussi da eben. Who's up first? Picking up a girl named Kenzie Kensington. The Deckers are holding her on a barge on the river. What's her deal? Oleg said she was with the FBI. Is that some kind of joke? Don't stress. She was kicked out. So we're getting a shitty fet. Aw, don't start hating because we're getting a new girl. Are you serious? I'm just saying. I'm not jealous. Who said jealous? That's all on you, girl? Oh my god. Either get a room or tell me about Kinsey. Oleg didn't give me all the details, but he made it sound like Kinsey was about to out the Syndicate, so the Deckers set her up for a fall. Ugh. I hope she's worth the hassle. Only one way to find out. We gotta get on that barge. Alle drin? Okay. Dann mal los. Und zwar in die Richtung. Boot fahren. Und zwar kein knallrotes Gummiboot. Nein, sogar ein Motorboot. Motorboot. Okay, nichtsdestotrotz. Fahren wir mal wieder. Nee, fahren wir nicht wieder, sondern fahren zum Frachtkran. Auch wenn da Frachtkahn steht. Oh, die schießen auf uns. Was sind die unterwegs? Was für kleine Schnullibooten. Oh, da müssen wir hier hinter. Ups, schon wieder in Gedanken vorbeigefahren. Sollen wir hier irgendwie hoch oder was? Aber wie komme ich da drauf? So, Moment mal. Hier hinten. Okay, bin da. Was seid ihr für Typen? Ihr seht scheiße aus. Die haben Schwerter am Start. Die sehen aus wie von... Wie hieß die, der Film? Oh. Komm, stirb doch. Haben diese Schnulli-Waffe da? Ja, die hat halt so viel Munition. Egal, nehmen wir mal die Pistole wieder. Die ist irgendwie besser. Von Tron, so.
Achso, die schießen noch von hinten. Da oben ist noch einer. Was? Ich hab ihn doch gehittet. Jo. So, naja, ein paar warten hier noch. Headshot ins Knie, mein Freund. Headshot ins Knie. Eierschüsse? Okay. Aber man hört es so komisch klacken, kurz bevor die Mission, die Munition leer ist. Wow, sind da noch viele. So, ah, das war ein Eierschuss, okay. Und die Pistole ist irgendwie noch am stärksten. Zack. Okay, wir sollen hochgehen, dann tun wir das mal. Ach, hier unten fahren sie noch mit ihrem Boot rum. Naja, drauf geschissen. Finde Kinsey. Kinsey Kensington? Yep. You don't seem that excited about being rescued. I'm waiting to see if you were sent to kill me. FBI? Egal, sie hat einen lila Pulli drunter. Ich denke mal, sie gehört zu uns. You don't look like feds. We heard that you know some people who hate the syndicate as much as we do. Und sie aus das Syndicate, das ist doch schon mal super. Well, the Winters are keeping Zemos at Safe Word. Right. What? The DeWinters are the twin sisters that run prostitution in Steelport. Zemos was their competition, so the sisters locked him up. And Safe Word is just a BDSM club that caters to various acts of perversion. The name comes from... Ah! We got it. Mine's Teacup. I'll get her out of here. Have fun at the Gimp Show. Sehr schön, ne? Freak Show. Begibt dich zum BDSM Club? Okay. Tun wir. Jetzt klingelt mein Handy. We're gonna say thanks for freeing me. You and the Zemos chap make two. I'm used to rolling with three. I think I know someone who'd help, but I gotta find him first. I'll call you when I have a location. So, erstmal Radiosender wieder an. So, los geht's. You ever been to one of these clubs? I look like I go to one of those clubs. You never can tell. Stop talking. Cool, so defensive. Did I hit nerve? Shut up. Oh, was war das denn für eine Karre da? Die weiße. Naja, egal, wir bleiben jetzt erstmal mit dem Auto hier am Start. Und fahren wir zu diesem perversen Freak Club da. Der schickt uns hier durch jede verdammte Seitengasse. Okay. So, dann gehen wir mal da rein. Da steht eine fette Limo schon. How do we even find this bloke? Shake people down. Someone's gotta know where they're keeping our boy. Okay, bevor wir da aber reingehen, würde ich sagen, bis zum nächsten Part, Leute, wenn wir dann die Freakshow betreten. Ciao, ciao.